Sustainable Finance. Schauen wir uns den Begriff zunächst genauer an. Sustainable Finance heißt übersetzt so viel wie nachhaltige Finanzwirtschaft oder nachhaltige Finanzierung. Sustainable Finance ist dabei nicht einheitlich definiert und bezieht sich auf viele unterschiedliche finanzwirtschaftliche Ansätze und Instrumente. Das Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich global in vielen Bereichen der Menschheit, wie beispielsweise Politik, Produktion, Handel oder Konsum. Aber auch in der Finanzbranche entwickelt sich Nachhaltigkeit stetig weiter und ist gefragter denn je. Denn eine nachhaltige Wirtschaft und nachhaltige Finanzmärkte gehen Hand in Hand, weil beide haben gemeinsame Ziele vor Augen. Sustainable Finance erlebt seinen Aufschwung seit über 10 Jahren und wird im Zuge öffentlicher Diskussionen, Forderungen und einer allgemeinen Bewusstseinsveränderung stets wichtiger. Viele Finanzinstitute, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden wirken bereits aktiv mit und treiben das wichtige Thema voran. Wie Sie sehen, kommen jedes Jahr neue Meilensteine hinzu. Doch am Ziel ist noch lange nicht angekommen. Ein wichtiger Meilenstein ist die Bekanntgabe der Agenda 2030 und die dazugehörigen 17 Ziele. Die Agenda 2030 wurde im September 2015 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen von allen Mitgliedstaaten verabschiedet. Diese 17 Ziele sollen dazu beitragen, eine bessere, gerechtere und nachhaltigere Welt zu gestalten. Und sie machen deutlich, dass wir eine gemeinsame Verantwortung tragen und jeder einzelne Mensch zählt. Die 17 Ziele sind dabei unteilbar und bedingen einander. Ihnen sind 5 Kernbotschaften als handlungsleitende Prinzipien vorangestellt: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Im Englischen sprechen wir von den 5 P's: People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. Diese sollen als handlungsleitende und wegweisende Grundsätze dienen. Besonders in der Finanzbranche haben sich die sogenannten ESG-Kriterien etabliert. ESG steht für Environmental, Social und Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung und Aufsicht. Die ESGs dienen der Messung der Nachhaltigkeit und Ethik eines Investments oder eines Unternehmens. Die Kriterien werden dabei beispielsweise von Investoren als wichtiges Anlagekriterium hinzugezogen. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bereits entsprechend reagiert und Ende 2019 ein Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken herausgegeben. Mit diesem Merkblatt möchte die BaFin den von ihr beaufsichtigten Unternehmen eine Orientierungshilfe im Umgang mit dem immer wichtiger werdenden Thema Nachhaltigkeitsrisiken geben. Aspekte wie beispielsweise verantwortliche Unternehmensführung, Geschäftsorganisation oder Risikomanagement werden thematisiert. Eine Studie der FÖB Service GmbH und der CoFinPro AG aus dem Jahr 2019 mit über 180 Finanzexperten zeigte auf, dass bei 84% der Befragten die aktuelle Bedeutung des Themas von nachhaltigen Investments zugenommen hat. Sogar 91% der Befragten sind der Meinung, dass die Finanzwirtschaft gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und nachhaltiges Handeln in der Wirtschaft vorantreiben kann. Der Präsident der BaFin, Felix Hufeld, geht dabei einen großen Schritt voraus und sagt: Wer langfristig im Finanzsektor erfolgreich sein will, kommt am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Die FÖB Service GmbH, die ihrerseits 2018 eine Entsprechenserklärung zum deutschen Nachhaltigkeitskodex vorgelegt hat, möchte alle Banken und Finanzinstitute auf einem nachhaltigen Weg begleiten. Der Zertifikatslehrgang Sustainable Finance Manager der Academy of Finance stärkt Sie im Umgang und der Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsaspekten. Im modernen Format des Blended Learning starten Sie zunächst mit dem Workshop Nachhaltigkeit in Banken. Es folgen 3 E-Learnings mit den Themen Regulierung, Politik und Gesellschaft, Risikomanagement und Rating sowie Anlageberatung, nachhaltige Finanzprodukte und Vermögensverwaltung. Nach erfolgreich bestandener Online-Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat des Sustainable Finance Managers.